Ich habe hier einen Spezialauftrag vom Nachbarn und zwar habe ich ein altes Edelstahlrohr, das soll ich wieder aufarbeiten und daraus soll ich ihm Geländer für seinen Aufgang zum, was weiß ich, Aufgang zum Haus, zur Terrasse bauen und ja, ich muss das Rohr erstmal aufarbeiten. Dafür habe ich mir verschiedene Sachen hergeholt. Erstmal ein großes Fass hier mit Verdünnung, natürlich Akkupatz. Dann habe ich mir einen Poliermob geholt, einen Schleifmob, mit dem man gröbere Macken rausschleifen kann. Und das Ganze betreibe ich einfach mit der Bohrmaschine, kann man natürlich auch mit einem Gradschleifer machen. Und ich habe mir hier schon, die kommen dann hinterher oben drauf. Und das andere sind so Endkappen. Schleifpapier habe ich hier und eventuell Klarlack, das habe ich auch schon öfters gehört, habe ich selber noch nie versucht. Da versiegelt man den Edelstahl mit an den Stellen, wo man hinterher nicht mehr so anfasst. Ein bisschen Öl, ein Tropfenöl kann nicht schaden, aber zu viel darf es auch auf gar keinen Fall sein. Und ja, wollen wir uns mal ranmachen, wollen mal gucken, wie wir das Rohr, man sieht hier, das ist richtig verrostet teilweise schon, und wollen mal gucken, wie wir das wieder aufarbeiten. Es ist ja oft so, dass die meisten denken, Edelstahl, da muss man nie wieder was machen. Auch Edelstahl braucht eine gewisse Pflege, Edelstahl verwittert. Edelstahl, je nachdem, wie gut die Legierung ist, kann auch irgendwo Korrosion, kann verdrecken, kann verschmutzen, muss man halt wieder reinigen. Und da wollen wir mal so ein bisschen die verschiedenen Möglichkeiten durchgehen. Was ich als erstes mache, ist, dass ich mir das Ganze mal in handliche Stücke schneide. Ich zeige euch gleich mal, wo das Ganze hinkommt. Und eventuell werde ich dann, wie ich das dann fertig baue, auch noch mal ein kleines Video von machen. Mal gucken. Ich schneide es mir erstmal auf jeden Fall grob vor und will mir immer schön diese Krümmer erhalten, weil ich die dann auch so ein bisschen für mein Geländer nutzen werde oder für das Geländer, das ich bauen will. Und auch diese Ankerplatte hier, die werde ich auch, das zeige ich gleich, werde ich auch gleich wieder mit verwenden. Schneide ich mir nur ein Stück Rohr raus, weil das sonst ein bisschen zu lang wird, das Ganze. Ich weiß gar nicht, das muss für so eine Auffahrt irgendwo, so eine Halterung für ältere Menschen gewesen sein, dass die da lang kommen. Hier kommt das Ganze ran. Zwar soll hier ein Handlauf, dass man sich so ein bisschen festhalten kann, wenn man hier auf diese Terrasse hochgeht. Und den einen Stab mit dem Krümmer werde ich so von unten rauskommen lassen. Ja, aus der Wand, da werde ich diese kleine Platte, die ich eben abgeschnitten habe, und für den anderen mache ich mir hier oben Winkel, befestige den hier oben und dann kommt dieser Handlauf ran und damit es unten so einen schönen Anfang hat, kommt unten dieser Krümmer hin. Dann habe ich diese Endkappen und für die Pfosten habe ich die Kappen mit den Bohrungen in der Mitte und da kann ich dieses Ganze dann ansetzen. Als erstes fange ich an und reinige das Rohr erstmal mit der Verdünnung. Damit kann man schon, sage ich mal, 30-40% wieder rausholen. Die Korrosion kriegt man damit nicht weg. Macken kriegt man natürlich auch nicht mit weg, weil man nichts abnimmt. Man reinigt einfach mal diesen groben Dreck ab und guckt natürlich dann, was dann irgendwo noch so an Macken ist. Und dann kann man sich so versuchen, mit den verschiedensten Verfahren ranzutasten. Ich will auch alles hier nicht so bis ins Exzess durchführen. Mein Ziel ist eigentlich, das Ganze so ein bisschen in Ordnung zu bringen. Und dann werde ich das Ganze so anbauen und werde das Ganze hinterher mit Akkupatz oder mit einer Bürste nochmal im aufgebauten Zustand richtig nachpolieren. Ich mache das jetzt erstmal mit Akkupatz. Das ist die einfachste Möglichkeit. Ich habe Akkupatz ein relativ feines und kriege hier mit einem relativ guten Schliff rein und kann das meiste damit eigentlich beseitigen, habe aber so ein paar Stellen an den Rohren, da ist auch wie so eine Farbe dran, ich weiß nicht, ob da einer beim Auto gegengeeiert ist oder so, keine Ahnung, da ist wie so eine Farbe, wie so ein Lack dran, den kriegt man damit auch nicht weg, müsste man minutenlang drauf rumschleifen, habe ich auch keine Lust, das werde ich gleich im nächsten Verfahren nochmal wieder anders angehen. An sich von wegen, bei den meisten Verschmutzungen hilft so ein Akkupatz. Kann man immer empfehlen, wenn ihr da irgendwas habt, das nacharbeiten wollt und es nur mal eine Stelle ist, dann besorgt euch so ein Set. Kann ich hier unten auch verlinken. Da fängt man beim ganz groben Akkupatz an und arbeitet sich langsam auf ein feines Akkupatz vor, in kleinen Schritten, wirklich bis man den gewünschten Schliff wieder raus hat und dann das Ganze nochmal ein bisschen mit Wasser wieder reinigen, damit der Dreck ist. Weg ist und dann hat man wieder eine schöne Oberfläche. Das ist einfach so die einfachste Möglichkeit. Ich ziehe hier immer ein bisschen, ich drehe eigentlich nicht
großartig, damit ich auch wirklich immer eine Schliffrichtung mir erhalte. Das ist immer wichtig, eine Schliffrichtung. Man muss immer gucken, in welche Richtung geht der Schliff. Darum bin ich auch nicht so der große Freund, dass man hier zum Beispiel einen Winkelschleifer nimmt und dann irgend so eine Polierscheibe drauf hat. Man sieht hier diese paar Stellen, die habe ich nicht weggekriegt. Ansonsten so dieses Gesprenkelte, das sieht jetzt schon ganz anders aus, so auf der Nahaufnahme, ja. Hat sich schon deutlich verbessert. Eine relativ einfache Möglichkeit ist natürlich Schleifpapier zu benutzen. Da gibt es auch die verschiedenen Körnungen, sollte man auch relativ grob anfangen. Und ich deute das hier mal kurz an und dann auch wieder schön in Längsrichtung, dass man auch wieder in Richtung des Schliffs ist. Ich mache das Ganze hier draußen und das wackelt natürlich alles ein bisschen, aber ich schleife hier, ich trenne hier, ich habe Verdünnung benutzt, da habe ich alles zu, keine Lust, das in der Werkstatt zu nehmen. Ich werde gleich noch einen Reiniger nehmen und den muss ich ein bisschen mit Wasser abspülen, da habe ich auch keine Lust in der Werkstatt. Außerdem atme ich gerne frische Luft. Man sieht hier mit dem Schleifpapier, gerade wenn man jetzt auch wirklich das Ganze so ganz fein haben will, kriegt man doch wirklich so eine ganz feine Oberfläche hin. Wichtig immer, dass das Schleifpapier auch für Stahl bzw. Edelstahl geeignet ist und dass man auch wieder die Schliffrichtung einhält. Nächste Möglichkeit wäre dann einfach mit so einem Schleifmob zu arbeiten. Und ich habe einen Gradschleifer, aber ich benutze immer gern bei solchen Videos auch eine Bohrmaschine, weil das, wenn man eine kleine Drehzahl benutzt, das auch mit so einer ganz einfachen Bohrmaschine geht. Und sonst schreibt mir wieder jeder Zweite, ich habe aber keinen Gradschleifer. Einen Gradschleifer kriegt man bei Amazon für 60, 70 Euro angefangen. Lohnt sich wirklich die Investition. Ich gehe mal hier rüber. Damit kriegt man das wirklich auch richtig schön sauber mit einem schönen Schleifmob. Und wie gesagt, hier ist im Gegensatz zu einem Winkelschleifer, rotiert das auch, aber in der Achse. Und damit kriegen wir halt eine Schliffrichtung hin und haben hinterher nicht irgendwo so eine verdrehte Schliffrichtung, dass wir so einen Schliff drin haben. Und man sollte jetzt wirklich nicht punktuell schleifen, nach Möglichkeit, sondern immer so ein bisschen gerade schleifen. Und dann müsste man langsam immer in eine Richtung weitergehen. Und so kriegt man es dann wirklich hin, dass man da eine gleichmäßige, richtig, richtig schöne Oberfläche hinkriegt. Trotzdem bin ich immer ein ganz großer Fan, wenn alles angebaut ist, gerade über diese Sichtteile, die man richtig gut sieht, und dann auch mal mit so einer Bürste rübergehen, dann kann man wirklich in eins lang rüberziehen, beziehungsweise auch mit so einem feinen Akkupatz oder so. Jetzt nicht ganz ideal ist das natürlich bei mir, dass ich verschiedene Verfahren an verschiedenen Rohren anwende. Da sieht man so ein bisschen die leichten Unterschiede. Aber ich denke mal, das alte Rohr, das Ganze, ich poliere das hinterher noch ein bisschen auf. Das wird man hinterher nicht sehen. Das wird hinterher alles schon einen sehr guten Eindruck machen. Ja, als kleines Geheimrezept habe ich hier noch einen Spezialreiniger. Das ist von Pelox, der Flächenreiniger 3000 heißt der, glaube ich, Spezialreiniger 3000. Das ist so eine kleine Firma, die arbeiten gar nicht so mit Endkunden zusammen, ist mehr so Spezialreiniger. Ich denke mal, ich verlinke die hier unter und wenn einer dann irgendwie wirklich einen größeren Bedarf hat, kann er da bestimmt auch mal anfragen. Ich habe schon mal einen Freund gehabt, der hatte sich so eine ganze Überdachung aus Edelstahl gebaut und hat das dann halt auch immer so ein bisschen angetrennt wieder, so ein bisschen Flugrost dran gehabt. Und wollte das auch reinigen und damit dieser Flächenreiniger, der geht, oder dieser Spezialreiniger, der geht wirklich super. Den kann man hinterher einfach mit Wasser wegwischen und der ist für Edelstahl wirklich ideal. Die machen da auch phänomenale Sachen mit, irgendwelche Oberflächen reinigen die damit und spülen das hinterher ab. Also das ist wirklich so ein Geheimmittel und man sieht auch hier von wegen, ich reinige die Stelle. Natürlich kann man da keine Macken mit rauskriegen oder man, ja, oder keine Dellen mit raus. Man kann nur die Oberfläche wirklich schön sauber machen und die Oberfläche erstrahlt wieder, wie wirklich die Rohre irgendwo aus der Fertigung kamen, mit 240er Korn gebürstet. Also das ist wirklich ein Zaubermittel und den langen Stab oder den langen Handlauf, den ich hinterher dafür verwende, den werde ich auch komplett damit machen und nur so ein bisschen die Macken mit dem Akkupatz rausbürsten. Aber an sich, man sieht hier gleich, wie diese Stelle dann anfängt zu glänzen und wieder mit altem Glanz erstrahlt und man wirklich auch richtig viel weg hat. Ich habe das Ganze so eine Viertelstunde einwirken lassen und relativ kräftig aufgetragen und beim Auftragen habe ich auch so eine Art Schwamm. Man sieht hier einfach mal, gehe ich mit einem nassen Lappen mal hier rüber, nicht, dass der Effekt nur vom heißen Wasser kommt oder so. Ja.
gibt es ja auch alles. Aber man sieht hier wirklich deutlich glänzenden Effekt. Der Reiniger ist wirklich top. Wie gesagt, kann ich verlinken, könnt ihr mal anfragen oder wie gesagt, wenn ihr eine Firma seid oder sowas, ist das sicherlich immer sehr interessant. Spezialreiniger plus 3000. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt und die Firma ist auch ganz toll. Die machen ganz tolle Sachen in diese Richtung. Soll hier keine Verkaufsfahrt werden, aber man sieht hier die Rohre oder so, das vordere ist ein bisschen matt, da habe ich ein bisschen viel Aluminium gebürstet. Die anderen beiden, die sehen wirklich gut aus, wenn man die Anfänge so sieht, mit denen ich angefangen habe dazu. Und ich habe das hier so alles mal auf die Schnelle gemacht. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der immer irgendwo vergessen wird und an den viele nicht denken, wenn ich dieses Ganze geschliffen und gereinigt habe, ja, dann sollte ich wirklich mir einen Schlauch nehmen und das Ganze nochmal vernünftig abreinigen. Das hat den Sinn, da habe ich Ölreste, da habe ich Fettreste, da habe ich irgendwelche Rückstände vom Schleifmittel und sowas. Der Edelstahl wird geschliffen, ja, und ich habe diese Nanometer dünne Schicht da drauf und die beschädige ich natürlich immer wieder. Und diese Schicht reagiert dann mit dem Sauerstoff und bildet diese Passivschicht aus und diese Passivschicht ist das, was den Edelstahl so silbern leuchten lässt und diese Passivschicht ist auch das, was die Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls hergibt. Ja? Und darum, das sagt hier jeder Experte, der ein bisschen Ahnung hat, man soll wirklich das Ganze mal vernünftig ein bisschen abreinigen, dann entweder mit Pressluft sogar trocken pusten oder halt, wie ich das hier mache, einfach an der frischen Luft. Jetzt einfach, dass es trocknen kann und dann, dass diese Passivschicht, das kann bis zu 24 Stunden dauern, so sagt die Wissenschaft, dass ich das einfach schön vernünftig wieder ausbilden kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wirklich nicht diesen dreckigen, geschliffenen Edelstahl da wieder irgendwo hingeben. Da kann sich diese Beschichtung, das, was den Edelstahl eigentlich ausmacht, nicht wieder richtig ausbilden. Darum das hinterkräftige Spülen ist wirklich immer ein wichtiger Aspekt. So, ich hoffe, das war ganz interessant. Ich werde euch, wenn die Resonanz auf das Video gut ist, auch nochmal mitnehmen, wie ich dann das Geländer fertig baue. Einfach in 2-3 Schritten könnt ihr das euch mal angucken. Und ich hoffe, das Ergebnis gefällt mir hinterher, gefällt euch und vor allem gefällt dem ich das Ganze bastle. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer einen Daumen hoch. Heute ging es mal weniger um Schweißen, so ein bisschen um Edelstahlverarbeitung. Das ist auch so ein Steckenpferd von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, ansonsten abonniert meinen Kanal und viel Spaß beim Edelstahlschleifen, beim Schweißen und was ihr sonst so als Handwerker alle macht. Bis dann, euer Manni.